Oh. Morgen! Huh? Kann ich dir helfen? Ja, wo ist dieser Flammenborn? Der Flammenborn befindet sich auf einem Hügel hinter dem Haus von Riedner. Wenn du das Institut verlässt, geh nach links bis zur Klippe und blick mal durch das Fernglas des Schiekersteins. Halte die Augen nach der blauen Flamme offen, dann findest du den Flammenborn im Handumdrehen. Ach, also doch? Okay, okay, okay. Wir sollten eine Fackel dabei haben, hat sie gesagt. Kein Problem, da drüben leuchtet ja schon eine. Ja, die starke Exallanze ist eh schon fast kaputt. Ich werde sie wohl hier einfach mal zertrümmern. Und stattdessen die Fackel mitnehmen. Okay, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, ich glaube, ich weiß auch genau, was sie meint. Das ist doch dieser Felsen, den ich eigentlich als Schrein eingestuft hatte. Da drüben, ne? Ja. Das scheint gar kein Schrein zu sein. Hm. Nein! Sag nicht, es regnet jetzt. Na gut, es ist nur Niesel. Oder? Aber wieso? Laut Wetterbericht sollte eigentlich die Sonne scheinen. Als nächstes sollte es lediglich ein paar Wolken geben und keinen Regen. Das könnte mir die Quest jetzt versauen. Ja, es ist so ein Aprilwetter. Sonne scheint und trotzdem regnet es. Ich werde es mal probieren. Gucken wir mal, ob die Fackel trotzdem brennt. Aber bei zu starkem Regen geht es, glaube ich, nicht. Ja, noch ist alles gut. Ich schlage vor, wir zünden immer die ganzen Lampen an. Dann können wir, wenn das Feuer ausgeht, zurückkehren und die Fackel erneut anzünden. Aber ich glaube, wir haben Glück, der Regen ist schon wieder weg. Das war wohl nur so eine einzelne Wolke, die kurz sich entladen musste. Kein Problem. So, auch hier mal anzünden. Und warte mal, das ist so ein riesiger Baum. Was haben wir gelernt bei riesigen Bäumen? Man sollte sie auf jeden Fall besteigen. Haben wir hier was? Ja, Tatsache. Siehst du? Aber ich bin viel zu schnell hochgeklettert. Upsi. Der ist auch auf der Karte so richtig dick und fett. Ja, ja, ja. Also seit diesem einen Grog beim Stall der Zwillingsberge bin ich auf solche Bäume immer so ein bisschen fixiert. Und auch diesmal finden wir da einen Grog. Okay, ich habe mit Sicherheit auch ziemlich viele übersehen, aber so nach und nach finden wir ja eh alle. Ich glaube, der Grog wollte den Stein auf mein Face schmeißen. So quasi als Rache, weil ich ihn schon wieder am Kopf getroffen habe. Tut mir leid, Kumpel, aber glaub mir, deinen Gebrüdern ging es nicht anders. Ich mach das immer so. Erreiche ich das Institut überhaupt über diesen Wege? Bin mir da gerade gar nicht sicher. Naja, bekanntlich führen viele Wege nach Rom und auch diesmal sieht es eigentlich ganz gut aus. Kann ich mit der Fackel springen? Ja, nice. Doch, doch, da vorne ist das Institut. Es ist vielleicht nicht der einfachste Weg gewesen, aber durchaus ein möglicher. Ja, und das Tolle an Fackeln ist halt, wenn die einmal brennen, dann brennen sie richtig und vor allem auch lang. Würde ich jetzt eine Route nehmen, ich denke, die würde relativ schnell abfackeln. Geht natürlich auch, wenn man sich so langsam nach vorne arbeitet und immer schön die Lampen anzündet. Aber ist halt unnötig. Deswegen lag da ja die Fackel rum. Übrigens, weil ich es gerade gesehen habe, dass da eine Heuschrecke rumgesprungen ist. Ich habe die 10 Stück off-cam gesammelt. Ging eigentlich ganz einfach. Das Chilligste war, sich eine Waffe nehmen und Gras cutten. Entweder es erschien Hyrule-Reis oder eine Heuschrecke.
Und dann musst du nur noch schnell reagieren. Und dann hast du sie. Boah, also bei diesem weiten Weg komme ich mir vor wie der Botschafter der Olympischen Spiele. Der typische Fackelläufer. So, was soll ich hier jetzt anzünden? Das da? Ja. Okay. Das Hateno-Institut wurde als Teleportziel aktiviert. Ach, sieh an. Das ist ja nice. Gefällt mir. Ich habe erledigt, was du wolltest. Tag! Vielen Dank, Link. Guck doch mal da. Der Leitstein wurde aktiviert. Daran ist nichts Mysteriöses. So funktioniert er nun mal. Mein süßer Leitstein. Da gerät mein Forscherblut in Wallung. So, die Basismodule deines Schikasteins sind schon so gut wie wiederhergestellt. Los, dann ruf mal ganz laut Katschika. Komm schon, du brauchst dich nicht zu schämen. Das ist doch albern. Ach so? Interessant. Nach dem Schlaf des Lebens wird man träge und antriebslos. Gleich mal notiert. Nun, wenn du deine Meinung änderst, sprich mich einfach an. Was? Ich muss das jetzt wirklich sagen? Na gut, aber ohne Euphorie. Also, wie du meinst, Katschika. Nicht gerade enthusiastisch, aber gut. Alles Klärchen. Die Reparatur des Schikasteins kann losgehen. Leitsteinsperre aufgehoben. Packen wir es an. Schikastein erkannt. Fotomodul. Hyrule-Handbuch. Album. Fehlende Funktionalität bestätigt. Reparaturvorgang initialisiert. Wir kriegen also 3 neue Funktionen? Krass. Fotomodul! Aufgenommene Fotos werden im Album gespeichert. Wenn du ein neues Objekt fotografierst, wird automatisch ein Eintrag im Hyrule-Handbuch hinzugefügt. Ah ja. Was ist das denn? Ach, das war das Album. Okay, und das ist das Hyrule-Handbuch. Reparaturvorgang abgeschlossen. Ach du Scheiße, habe ich da gerade richtig gesehen? Nee, das ist nicht deren Ernst, oder? Das scheint so eine Art Fotogalerie zu sein, so wie es das in einigen Zeldas gibt, wie zum Beispiel The Wind Waker. Oh mein Gott, no! Diese Quest kommt zurück? Fuck! Das zählt ja dann eigentlich auch zu den 100%. Oh, rest in peace. Rest in peace, wenn sich das bestätigt, dann will ich sterben. Und fertig, ne? Ist wieder alles aktiv? Lass mal sehen. Fotomodul, Hyrule-Handbuch, Album. Yep, alles wieder da. Dann legen wir gleich los. Mach doch mit dem Fotomodul gleich mal ein Foto von mir. Echt jetzt? Na schön. Null von 48. Das heißt, ich kann 48 Fotos schießen, aber das war doch viel mehr, was man da zu sehen hatte. Oder? Nein. Nein! Nein! Was? 305. Nein. 385 Fotos. Und oben sieht man ja, was wir alles fotografieren müssen. Alle Waffen, alle Schätze, alle Materialien, alle Gegner und alle, ja, alle Tiere. Mhm. Ist klar. Ist klar. Leute, ganz ehrlich. Das muss ich mir wirklich überlegen, ob ich das noch mache, weil irgendwo ist es dann auch wirklich zu viel des Guten.
Das ist ja geistesgestört. Das war ja in The Wind Waker schon heftig, aber das ist ja gar nichts dagegen. Katschika! Und wie läuft's mit dem Fotomodul? Hast du schon ein Bild gemacht? Ja, hier, sieh. Oh, ich bin gespannt. Zeig schon, zeig schon. Hm? Wer ist denn diese reizende junge Dame? Oh, ich bin das? Tut mir leid, ich war gerade verblüfft. Ehrlich, das war nicht gespielt. Okay. Nanu, neben dem Foto dieses hinreißenden Mädchens sind ja schon irgendwelche alten Fotos im Album. Prinzessin Zelda muss damals das Fotomodul verwendet haben. Du warst doch Zeldas Leibwächter. Warst du denn nicht anwesend, als sie diese Fotos aufgenommen hat? Ach, ich vergaß. Du hast ja das Gedächtnis verloren. Aber vielleicht können diese alten Fotos dir helfen, deine Erinnerungen wiederzuerlangen. Vielleicht sprichst du am besten mal mit Impa darüber. Sie kannte die Prinzessin besser als ich. Ach ja, noch was. Eine Bitte, wo du schon dabei bist. Bring mir antike Materialien. Gerne auch erst, nachdem du bei Impa warst. Wenn du sie zu mir oder zu Rubello vom Akala-Institut bringen könntest, würdest du mich richtig glücklich machen. Meine Zufriedenheit ist eigentlich Lohn genug, aber wir geben dir für die antiken Materialien noch etwas Feines. Dann los! Jetzt will ich aber wissen, was. Jawohl, ja. Willst du mich was fragen? Moment, erstmal Rubello. Akala-Institut, wer, wo, was? Rubello war mein Assistent. Er sollte immer noch am äußersten Ende von Akala die Wächter erforschen. Finde ich witzig, dass auch eine Insel in Pokémon Sonne und Mond Akala heißt, allerdings nur mit einem K geschrieben. Ich habe ihn allerdings seit 100 Jahren nicht gesehen. Sonst noch was? Dein Angebot. Du hast also Interesse? Wenn du mir antike Materialien bringst, kann ich deine Module verbessern. Was? Wenn du den Chica-Sensor stärken willst, brauchst du 3 antike Schrauben. Für das Bombenmodul brauchst du 3 antike Achsen. Für das Stasis-Modul brauchst du 3 antike Reaktorkerne. Alles klar? Dann hör auf, mich so verträumt anzusehen und bring mir antike Materialien. Der andere Forscher. Moment. Ja, wo denn? Hey. Ach so, Impa ist jetzt gerade als Ziel markiert. Ich würde aber ganz gerne wissen, wo der ist. Warte mal. Kurz als Ziel markieren. Da, der andere Forscher. Da. Okay. Dann mache ich da mal ein Licht hin, ein rotes. So, und als nächstes... Ja, warte, Verbesserungen hast du gesagt. Ich habe doch ein paar antike Materialien. Katschika! Du solltest wohl erst noch zu Impa gehen. Falls du antike Materialien dabei hast, sollen wir deinen Chica-Stein verbessern? Ja. Okay, im Austausch gegen antike Materialien kann ich ihn verbessern. Dann mach! Welches Modul möchtest du denn verbessern? Also am Stasis-Modul bin ich ehrlich gesagt noch nicht so interessiert. Entweder Bomben oder Chica-Sensor. Ich mach mal Chica-Sensor, weil ich hätte doch Bock, jetzt wieder ein bisschen mehr Schreine zu finden. Oder vielleicht können wir sogar beides verbessern, mal sehen. Also dann, 3 einzige Schrauben und ein süßes Katschika. Oh Gott, okay. Katschika! Ja, erledigt. Verbesserung des Chica-Sensors beginnt jetzt. Leitsteinsperre aufgehoben. Packen wir es an. Das heißt, fortan können wir noch besser Schreine orten. Nice. Und wenn ich die Bombe verbessere, wird dann einfach der Explosionsradius größer oder die Stärke? Ich versuch's einfach mal. Vielleicht haben wir ja genug Materialien dabei. Chica Sensor Plus. Der verbesserte Sensor findet auch Objekte außer Schreinen. Wie bitte?
Er schlägt aus, wenn du dich dem Objekt näherst. Gehe in die Richtung, in der die Ausschläge am stärksten sind. Ja, was kann er denn noch orten, wenn ich schreine? Chica-Sensor und Hyrule-Handbuch verknüpft. Verbesserung des Chica-Sensors abgeschlossen. Was? Genau so. Das Leitsteinchen hat auch alles gegeben. Oh, ein Chica-Sensor plus. Zeig ihn mir. Also, zeig doch bitte später, Symin, mal den Chica-Sensor plus. Klär mich auf, was kann das Teil jetzt? Guten Tag. Endlich hast du den Chica-Sensor plus. Der sollte sehr praktisch sein. Laut der einschlägigen Literatur kannst du damit nach Objekten suchen, die du mit dem Fotomodul aufgenommen hast. Aber das ist alles graue Theorie. Probieren geht über Studieren. Also mal sehen. Könntest du zuerst den Glutling hinter dem Institut mit Hilfe des Fotomoduls aufnehmen? Verstehe ich das gerade richtig? Man kann damit Dinge orten. Alles. Ja gut, halt alles, was man fotografiert hat. Fuck, Nintendo, ihr seid so schlau. Dadurch bin ich jetzt quasi gezwungen, das hier zu machen. Ich meine, stellt euch mal vor, kann man Crocs damit orten? Warte mal, erstmal ein Foto von dem Typen da machen. Der zählt ja auch dazu. Aber woran sehe ich denn, ob das jetzt auch ein gelungenes Foto wurde? Oder wie läuft das? Warte mal. Ach nee, es schließt keine Personen mit ein. Ach stimmt, das habe ich jetzt vergessen. Okay, keine Personen. Nur Items. Ja, jetzt habe ich ein bisschen zu sehr an Wind Waker denken müssen, weil da waren halt auch Personen mit dabei. Okay. Also, Items. Glutling hinter dem Haus. Habe ich den nicht aufgenommen? Verdammt, dann ist er jetzt weg. Anscheinend echt so. Aber da ist eine Waffe. Das wollte ich machen. Ach, das hat nicht gepasst. Jetzt. Ja, ich glaube, jetzt ist es perfekt. Eintrag im Handbuch wird ergänzt. Heugabel. So, und das kann ich jetzt orten, wenn ich will? Und da gibt es auch eine schöne Beschreibung. Und die Stärke steht drin. Und wo es am häufigsten vorkommt. Ja, geil! A als Suchobjekt. Nice. Das war jetzt nicht so wirklich geplant von mir. Aber okay, dann können wir auch gleich mal die Äpfel fotografieren. Heilige Scheiße, ihr könnt an die Let's Play Parts noch eine 0 hinten dranhängen. Also statt 100.000 Parts werden es jetzt 1 Million. Toll, ne? Wie zur Hölle sollen wir das denn bitte schön alles jemals schaffen? Aber dieses Ortungssystem ist schon echt nice. Es funktioniert auch sehr gut. Warte, ich entferne mich mal. So, und wenn ich jetzt da drauf zugehen würde, dann zeigt er mir an, da sind Äpfel. Geilo! Aber das mit dem Glutling kann ich jetzt, glaube ich, echt nicht machen, weil der weg ist. Ja, das ist doof. Muss ich denn? Ja. Vielleicht finde ich noch irgendwo einen, warte. Weil das kann ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass wir die Quest jetzt nicht schaffen können, weil ich den scheiß Pilz schon genommen habe. Ey, aber wenn das mit Crocs geht,
Dann hätten wir endlich ein effektives Mittel, sie zu orten. Ich befürchte aber, dass es nicht funktionieren wird, weil es hieß ja keine Personen. Und Crocs sind keine Items, sondern Lebewesen. Ja, wahrscheinlich geht's nicht. Hinter dem Haus ist auch eine ziemlich dämliche Beschreibung, weil... Naja. Ist Ansichtssache. Ich werde mit Sicherheit nicht immer dran denken, alles zu fotografieren, aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, nichts zu vergessen, Leute. Warte mal, hinter dem Haus. Das hier heißt hinter dem Haus. Ich sehe aber keine Glutlinge. Es wird doch wohl auch reichen, wenn ich irgendeinen anderen fotografiere, oder? Oder fällt mir gerade ein, ihr habt mich darauf hingewiesen, dass es da drüben in dem Wasser einen Rosenkreis gab. Ja. Haben ein paar von euch gesehen, als wir Hateno erreicht haben. Und damit habe ich dann auch das nachgeholt. Sehr gut. Okay, aber jetzt brauche ich dringend einen Glutling, Alter. Tiere. Das Problem ist halt, ich muss nah ran, ne? Sonst fliegen die weg. Na los, scan ihn, mach schon. Mach. Jetzt. Oh, der wollte gerade wegfliegen, aber es dürfte gepasst haben. Jo, in der Tat. Was stand da? Pfirsich? Pfirsich irgendwas. Und was machst du hier, du Schleimi? Irgendwie macht das aber auch Spaß. Ich hätte jetzt gedacht, das fuckt mich total ab, aber... Nee, ist eigentlich eine coole Sache. Es wird halt nur übelst frustrierend sein, das Ding zu komplettieren. Aber hey, es wird uns auch helfen. Ich meine, wir brauchen bekanntlich Schleimgelee für die Verbesserung einer Rüstung. Verdammt. Und die können wir jetzt orten, diese Schleimis. Schade, der Fuchs ist weg, aber die sind ja nicht so selten, den werden wir schon wieder finden. Ja, hier sind auch nur Vögel. Ich sehe halt hier jetzt leider wirklich nirgends einen fucking Glutling. Ich werde den woanders fotografieren müssen, fürchte ich. Okay, Leute, dann holen wir ein paar Crocs nach. Und zwar... Hier habe ich ja schon einige markiert gehabt, habe ich euch ja erzählt. Dank eurer Hinweise. Und da wollen wir jetzt mal nachhaken. Die sind auch alle schon überprüft. Müssen nur noch eingesammelt werden. An dieser Stelle mal wieder vielen Dank für die Mithilfe. Einen ganz, ganz heftigen Croc habe ich aber noch nicht auf der Karte markiert. Der ist da, wo wir den allerersten Hinox besiegt haben. Aber dieser Croc ist eine wahre Frechheit. Da spielt es nämlich tatsächlich eine Rolle, wie viele Äpfel auf Bäumen hängen. Und es müssen auf allen Bäumen die gleiche Anzahl Äpfel sein, damit der Croc auftaucht. What the fucking hell? Ich glaube, den hole ich gleich als nächstes, damit ihr wisst, wovon ich spreche. Und dann ist der auch gleich abgehakt. Wo fliege ich eigentlich hin? Darüber muss ich. So. Hier liegt nämlich mal so mehr oder weniger random einfach mal wieder ein blöder Cube rum. Können wir den auch fotografieren? Nö. Also das bekannte Cube-Rätsel. Dazugehörige Mauer ist da. Das Rätsel ist wenigstens recht einfach, aber... Ja, es ist hier halt auch irgendwie ein sehr, sehr sonderbarer Ort. Meiner Meinung nach. Gut, den hätten wir. Markierung mach mal weg. Und jetzt gehe ich zu dem eben angesprochenen mega fiesen Croc. Vergesst das. Die Äpfel sind leider noch nicht nachgewachsen. Ich kann den Croc also momentan nicht holen. Aber diese EX-Kiste, die kann ich öffnen. Da befindet sich einfach mal ein Rhodonit drin. Ja, nice. Und ja, ihr habt mir bestätigt,
diese Kisten hängen mit dem DLC zusammen. Ich glaube, bei jedem der vier Schreine befindet sich jeweils eine Kiste. Werden wir alle der Reihe nach öffnen. Jetzt geht es mir aber erstmal um diese zwei Crocs, die wir hier übersehen haben und die man eigentlich hätte finden können. Leider Pech gehabt. Schade, dabei sind wir hier im Wald der Seelen, wie ich finde, doch ganz gründlich vorgegangen. Aber wir sind dann halt letzten Endes das ein oder andere Mal falsch abgebogen und haben somit unter anderem diesen recht einfachen Croc nicht gefunden. Und ein weiterer ist direkt um die Ecke. Gut, der ist ein Ticken schwieriger, aber ich denke, auch den hätte ich auf jeden Fall gefunden, wenn ich da lang gegangen wäre. Es gibt da nämlich einen ganz bestimmten Baum, wo so ein bisschen die Wurzeln rausragen. Und darunter ist ein mehr als auffälliges Laubfeld. Da. Total eindeutig. Ich glaube, das sollten wir mal fotografieren. So, genau. Haben wir also auch die Route. Super. Und hier merkt man schon, ne? Da ist irgendwas. Definitiv. Was machen wir also? Eine Bombe hinlegen, ganz klar. Aber irgendwie sind wir an diesem Baum leider nicht vorbeigekommen. Und deswegen haben wir diesen Kumpel da auch nicht gefunden. Ich probiere das jetzt mal mit den Fotos, aber ich denke nicht, dass es geht. Bei den Crocs. Nein, natürlich nicht. Eieiei. Es bleibt also eine sehr schwere Aufgabe weiterhin, alle Crocs zu finden. Und auch alle Fotos zu schießen. Ach du Scheiße. Ich hoffe, ihr begleitet mich weiterhin auf meiner Reise. Das wird nicht einfach. Aber ab dem nächsten Mal wird es wieder actionreicher. Denn ich habe vor, diese Ramdan-Quest zu machen. Und natürlich gucken wir auch bei Impa vorbei. Die will uns ja ein bisschen weiter aufklären über das ein oder andere. Also, bis dahin und ciao!